Juhu, willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 2. Im letzten Part haben wir den Bahnhof eingenommen. Und nein, das war. Doch, haben wir den Bahnhof eingenommen. Oder das, ich glaube, das war. Ja, wir haben einen Panzer zerstört, sind dann von den Ruinen zu den Ruinen, haben die ein bisschen dummen MG-Part gehabt. Und dann bin ich das ganze ein Part lang ziemlich wieder vorwärts gelaufen, um mich als Panzer kaputt zu machen. Und nicht zu sterben. Und ich würde sagen, es geht weiter. Ich schätze vor, das sehen wir wahrscheinlich nochmal ganz kurz. Den letzten Teil vom. Letzten Kampagne. Ja. Genau. Und es lädt. Es lädt! Wir müssten ja eigentlich auch bald die Russenkampagne durch haben, vielleicht. Weiß ich nicht. Genau. Haha! Und so. Mission fortsetzen. 15. Januar 1943, Stalingrad. Minus 30 Grad. Es wird langsam wärmer, kann das sein? Lieutenant Wolski hat den Trupp angewiesen, eine Pause einzulegen und einen gepanzerten deutschen Konvoi. Passiert uns. Doch ohne Panzerabwehrwaffen wäre ein Angriff sinnlos. Vor dem Krieg dauerte es gerade einmal 2 Minuten zu Fuß von hier aus bis zum Rathaus. Und natürlich musste man keine Angst haben, erschossen zu werden. All das hat sich geändert. Ja, aber wir haben es immer schön was an den Panzern gemacht, dann ging er kaputt. Immer hier schön Sprengstoff und so. Okay, auf geht's. Das Rathaus. Jetzt nur 20. Los jetzt! So. First Blood und so. Ich kann nicht rüber, ne? Danke. Meine Kollegen sind unsterblich, kann das sein? Sie sind unsterblich, sehr schön. Bam, Turmtypen schießen, ne? Und bam, und. Habe ich schon Bam gesagt? Ich hatte mal in Ruhe nach. Wo kommt denn der. Wo kam. Hä, war da. Ha, war da vorne noch einer? Was geht denn? Ich dürfen das halt nochmal machen. Ne? Okay, ich gehe halt doch in Deckung. Ich dachte, ich hab's halt einfach so. Oh Junge! Ich spawne erst ab dem Gewissen, wenn ich einen gewissen Gang überschreite, kann das sein? Okay, und noch einer. Wow, wie weit können die werfen? Jetzt ein Sniper wäre gut. Meine Kollegen sind unsterblich, alles klar. Na komm, streck deinen Kopf raus. Sind wir eigentlich irgendwann mal ein Vorteil? Sind wir nur noch in Russland sein? Wir müssen noch in Russland sein. Ich muss immer einen Vorteil haben, dass wir hier heimisch sind und es besser auskennen. Okay, ein Heimiger. Oh, hat auf Kanan zu werfen, das ist nicht schön. Hab ich. Geh hier irgendwann mal hoch. Offenbar nicht. So. Oh, hört auf, den anzuwerfen. Was geht denn? Hat er außerdem gerade, hey du Idiot, zu mir gesagt? Das ist nicht sehr die feine deutsche Art. Ich glaube, das war's.
Nika gespawnt. Ich würde gerne woanders hingehen, aber wenn ich hier aufstehen kann, kann ich aufstehen. Och nö. So, Mann. Spawn-Korridor und so. Wenn die alle Granaten, die können dann die Tage gegen mich halt extra wahrscheinlich. Weil ich der Protagonist bin. Ich hab Plot Armor. Was können meine Kameraden eigentlich? Leistet keinen Widerstand. Legt die Waffen nieder und nähert euch mit erhobenen Händen einer deutschen Patrouille. Da drüben bei dem LKW. So. Alle Granaten zu mir. Die werfen echt alle Granaten zu mir. Was geht denn? Immerhin können sie ein bisschen was. Kann das sein? Feind Kollegen. Na komm. Ich hoffe, die spawnen nicht an Limit, das wäre echt super doof. Na komm. Ich finde die Waffe irgendwie cool, bedarf, dass die halt langsam nachlädt, aber dafür ist die garantiert umso stärker. Lebt er noch? Na, er lebt noch. Er pistelt mich, geh noch weg! Granaten nach mir zu werfen, Jungs. Mit wem redet ihr? Ich glaube, meine Verbindung ist nicht mehr so viel da, ne? Das war's. Ich glaube, da ist keiner mehr, ne? Kommt echt einer nach? Jetzt warten wir mal kurz ein bisschen. Wenn jetzt vorrenne, kommt die Menschenmenge. Ich bin direkt dahinter gelassen. Mist, ich muss nachladen. Ich muss auch nachladen. Ich lade einfach mal nach. Jo. Okay. Immer sagt mir meine Karte, dass die alle nach vorne. Haben wir's dann? Hallo? Sind die jetzt tot? Da ist einer. Er wirft die immer auf mich, aber immer. Aber man treffen meine Kollegen auch ab und zu mal. Lade nach.
Volodya, nehmen Sie diese Fässer zur Deckung! Da ist dein Ende! Besser du als ich, du kommunistische Marionette! Irgendwo ist hier also ein MG. So, wo legen wir uns mal hin? Schauen wir mal. Neben dieser flachen Mauer da drüben. Da würde ich nicht stehen, aber okay. Hey, meine Kollegen sind sterblich, das ist wunderschön. Jungs. Okay, die sind deutlich sterblich. Nehmen alles zurück. Okay, okay, aber die spawnen nach. Ach, sie kommen immer neu nach. Okay, dann mal. Warum schießt du gegen den Baum? Warum tust du das? Das ist echt eine Scheißstelle. Darf ich sprechen? Ich würde es gerne sehen, das MG. Wow, vorhin bin ich gestorben. War da eine Karte? Ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich ist es schon. Ah, oh, das ist echt schlimm hier. Man merkt, ich hoffe, dass ich die Schwierigkeit spiele. Mir folge! Ich folge, Genosse! Da ist dein Ente! Da drüben, bei den Dampfdecken, hinter uns! Danke, dass ich Zeit habe, mich umzusehen und wegzurennen. Also der Aufmerksamkeit kann ich hier bestimmt nicht. Alter, ist das nervig. Nikolai, nehmen Sie diese Fässer zur Deckung. Da ist dein Ende. Du kannst deinem Land in der Hölle dienen. Alle bleiben. Einer hat's erwischt. Okay, ich komme mit. Neben den Landwirten. Im Osten. So, eigentlich können wir Österreich ist ja, wenn ich hier. Warum ist er nicht gestorben? Das heißt, du, wir nehmen diese Fässer als Deckung, Vladimir. Na los, tun Sie das. Oder ich versuche es mal einmal durchgehen. Ich bin direkt dahinter, Genosse. Da ist dein MG22. Besser du als ich, du Kommunist. Am Boden. Sowjetische Truppe neben dieser Flammenmauer da drüben. Geradeaus. Achtung, der Fälsche suchen. Nee, ich werfe. Ich wollte sagen, mein Ziel ist da vorne. Da geht es einfach jetzt hier gerade durch und gut ist, ne?
Wahrscheinlich ist es aber nicht möglich. Will noch einer? Warum habe ich so 300 Schuss? Okay. Kommunisten neben dieser flachen Mauer da drüben. Deutsche Granate, los weg! So. Aber was halt auf Distanz ist, die Waffe halt richtig kacke. Die übertreiben ein bisschen hart. Alter, der hat einen Sniper, ich will das haben. Haben die sich keine selber in Luftgedanken gesprengt? Ich glaube schon. Irgendwie ist jetzt besser als vor. Von wo schießt der? Wo ist der und wohin schießt er? Kollegen? Oh, ich bin alleine, kann das sein? Na komm, zeig dich. Zeig dich. Beschieß diese Ziele. Einen Schuss habe ich noch oder zwei. Okay, er liegt auf dem Boden mit der Pistole. So. Tapfere Soldaten der Sowjetunion. Deutschland hegt keinen Groll gegen die sowjetischen Bürger. Euer eigener falscher Anführer will kämpfen, nur um seiner selbst willen. Verdient ein solcher Mann eure Treue? Ist er es wert, dass ihr für ihn sterbt? Schau mal, die kommen schon da. So. Hier sind aber jetzt keine Gegner mehr, oder? Hui, ich bin der König der Welt! Oder so. Okay, dann fliegen wir wieder ein bisschen Sievers weiter. Haben wir es jetzt? Leute, ihr könnt auch ab und zu mal zumindest in symbolische Richtung schießen, Kameraden. Komm schon. Na komm schon. Erzähl mir, was das neu ist. Ich möchte, dass meine Kollegen hinter dieser Bahn hocken und nicht einmal hervorschauen. Sie könnten höchst symbolisch irgendwas machen, finde ich. Also hier, Kapitän Nikolai und Captain Yuri. Yuri! Yuri, mach mal was! Mach mir Kaffee! Oder so. Yuri ist irgendwie so der Klischee-Name für Russen, kann das sein? Nikolai auch. Ob das schreibt man mit C? Na egal. Nicht der. Ich lade nach. Können wir jetzt? Los geht's! Ey, wir warten immer erst, bis ich vorgehe, kann das sein? Ist das gute Gewehr? Ja, das ist das gute Gewehr, prima. Ich klaue mal deutsche Waffen. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Wir folgen Kommunisten! Oh, das war zu spontan. Gegen die sowjetischen Bürger. Los doch, wir müssen sie ausschalten. Auch als ernsthaft.
Bam, you disrespect. Jetzt darf ich ihn nochmal besiegen mit Nikolai. Ray ist eine andere, mit Yuri aber auf jeden Fall. Das ist Nikolai, da ist Nikolai, okay. Wir sind jetzt ein bisschen aktiver an der Front jetzt, ne? Ein bisschen aktiver, Jungs. Komm schon. Da, nimm das. Okay. Haben wir es jetzt? Deckung nehmen wir, was das für Anfänger. Ich feuere ja weiter, ihr macht es noch nicht, ne? Mitarbeit, Leute, Mitarbeit. Bam. Bist jetzt tot? So, Nikolai, zeige mir, überkrasse MP-Schütze, wie ich jetzt hier meine Waffe des Vertrauens aufnehme. Bam. Jetzt langsam zu den auf jeden Fall nicht zensierten Flaggen hinlaufe. Wow, Mann, ey, wie schnell spawnen denn die? Die Waffe ist auch scheiße, die ist so scheiße wie die andere, kann das sein? Würdest du mal gerne... Was, warum stirbt denn der nicht? Wie viele Schüsse hält denn der aus? So. Haben wir es jetzt? Ich hoffe doch. Lass ich mal in Ruhe. Oh, das ist eine andere Waffe. Das ist die Army-Waffe, kann das sein? Ich weiß es nicht. Das ist aber nicht die deutsche Waffe, deswegen. Soll ich hier reingehen? Oh, warte, Slow Motion! In Slow Motion! Schade. Haben sie ja später eingeführt. Gut, Genossen! Durch die Tür sichern wir das Gebäude! Yay, im Rathaus. Ich weiß nicht, wie der dritte Weltkrieg gefühlt wird, aber im vierten wird jedoch mit Keulinge kämpfen. Ich sage, okay, das war's für diesen Part. Im nächsten Part geht's hier weiter. Hey, wir haben ganz lange gebraucht für nur eine Mission, ne? Hype, hype, hype. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.